Jetzt nach den geleakten RKI-Files sind viele total überrascht. Und wir wurden betrogen, belogen, hintergangen. Und der Punkt ist der, wir wussten es. Du wusstest es. Wir alle wussten es. Warum? Weil wir ein eingebautes Navigationssystem haben. Wir haben ein Radar in uns, das uns immer wieder leitet, wenn wir hinhören. Wenn wir nach innen gegangen wären und uns nur mal erlaubt hätten zu spüren, ist das eine Lüge? Ist das die Wahrheit, was da uns erzählt wird? Dann hätten wir gewusst, bewusst auch, dass hier was nicht stimmt. Und wir wussten es. Viele von uns waren aber nicht bereit, dahin zu schauen. Viele waren bereit, mehr den Menschen da draußen zu glauben, wie sich selbst. Und das ist genau der Punkt. So werden Massen manipuliert. Mit Angst. Indem uns bewusst gemacht wird, dass nicht wir die Wahrheit kennen, sondern dass jemand anders die Wahrheit kennt. Die sogenannten Experten. Und wir sehen ja, was jetzt mit den Experten war. Du bist der Experte für dein eigenes Leben. Du hast ein eingebautes Navigationssystem. Deine Berufung ist dein Wegweiser in deiner Erfüllung. Folge deinem inneren Ruf. Das ist das, was ich schon seit über 20 Jahren mit der Welt teile. Deswegen mache ich das, was ich mache. All mein berufliches Wirken ist genau darauf aufgebaut, dass wir immer mehr uns selbst wieder vertrauen und anerkennen, dass wir machtvolle Schöpferwesen sind. Dass wir alle Antworten auf alle Fragen, die es jemals gab, die uns betreffen, dass wir die in uns tragen. Und dass das da draußen niemals, niemals die Antwort auf Fragen oder die Antwort auf die Fragen sein kann, die uns selbst betreffen. Ja? Erlauben wir uns, wirklich uns selbst zu spüren? Das ist die spannende Frage. Aber nochmal, uns wurde hier immer wieder gesagt, nein, nein, du weißt nicht, was gut ist für dich und deine Gesundheit. Nein, nein, du weißt nicht, was gut ist für deine Ernährung. Nein, nein, du weißt nicht, was gut ist für deinen Körper. Nein, nein, du weißt nicht, was gut ist in deiner Sexualität. Nein, 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 du weißt das nicht. Die anderen, die Experten wissen es. Und dadurch wurden wir scheinbar abgeschnitten von unserer machtvollen Schöpferkraft, von unserem Göttlichen. Und es wird Zeit, dass wir uns daran erinnern, wer wir in Wahrheit sind, nämlich göttliche Wesen. Wir sind das Göttliche in Aktion. Und deswegen, wenn du betroffen bist, wenn du sogar vielleicht einen Impfschaden oder irgendetwas hast, übernimm Verantwortung. Du hast das Ganze getan. Ja, du wurdest vielleicht getäuscht, aber du hast die Täuschung zugelassen. Es ist deine Täuschung. Übernimm Verantwortung. Übernimm Verantwortung für das, was in deinem Leben ist. Und je mehr du Verantwortung übernimmst, je mehr erkennst du an, oh, das habe ich erschaffen. Das habe ich kreiert in meinem Leben. Ja, ich habe das geglaubt. Ich habe die Lüge geglaubt. Aber ich habe die Lüge geglaubt. Und du kannst dich jetzt aufregen über die anderen, die die Lüge gemacht haben. Aber es nützt nichts. Übernimm Verantwortung. Und dann, wenn du Verantwortung übernimmst für alles, was ist in deinem Leben, erkennst du auch an, dass du alles erschaffen hast in deinem Leben. Du hast dir diese Situation erschaffen. Und wenn du das weißt, dann weißt du auch, okay, das habe ich vielleicht unbewusst erschaffen. Aber wenn ich jetzt anerkenne, wie machtvoll ich bin, zu was bin ich fähig, wenn ich anfange, bewusst zu erschaffen, bewusst mein Leben zu erschaffen. Also. Du kannst dich weiter aufregen oder du erkennst an, dass du ein machtvolles Schöpferwesen bist. Du erkennst an, dass du die Power in deinem Leben bist. Und wenn du genau hier bei Unterstützung willst, dann komm gern in Celebrate Your Passion. Manifestiere deine einzigartige Berufung, denn genau darum geht es. Es geht darum, dass wir wieder anerkennen, wie machtvoll wir sind, wie großartig wir sind, wie wundervoll wir sind. Und dass wir alles wissen und dass wir auch wissen, wenn wir angelogen werden und wenn uns da irgendetwas aufgetischt wird. Wir wissen das. Ja. Und es geht darum, das anzuerkennen, dass wir das wissen und dass wir dann auch dementsprechend handeln, in Eigenverantwortung. Ja, also.
Ich freue mich, wenn ich dich auch auf deinem Weg begleiten darf. Denn wir werden immer mehr. Es werden immer mehr Menschen bewusst wach. Und ich spreche jetzt hier nicht von der Woken-Bewegung, sondern wirklich von Menschen, die immer mehr in ihre Kraft und Macht erwachen und anerkennen, wer sie wirklich sind. Und stell dir nur mal vor, jeder Mensch würde das tun. Was denkst du, auf welcher Welt oder in welcher Welt wir leben würden? Also ich würde sagen, das wäre schon ziemlich geil. Also, ich wünsche dir alles, alles Liebe und